Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Nein, wir haben noch keinen Sommer hier im Sauerland, aber es ist schon temperaturtechnisch nett. Noch nicht gut, auch nicht mein Wetter, aber so, dass man mal ein halbes Stündchen Moped fahren kann. Ich habe mich gefragt, ob ich das überhaupt noch kann, nach so einer langen Pause. Da fahre ich mal ein kleines Hündchen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich friere, auch nicht so hoch. Deswegen. Dann nutze ich das doch sofort auch mal eine Runde. Und fahre mich nur Quatsch oder kleine Spritztour. Dann freut er sich auch. Nicht, dass ich der Katz zusetze, weil ich habe ja noch einen. Wollen wir ja alle nicht. Mal zur Inspektion an. Bin ich mal gespannt. Husqvarna ist immer so scheiß teuer bei der Inspektion. Bin ich mal gespannt, was die wieder aufrufen. Was steht der Kompagnon denn? Sonne und Feiertage verboten. Wollen Sie mich mal ärgern? Hat aber Auge gemacht, der Kompagnon. Eine Runde segeln, aber immer Piano, weil alles noch kalt, Knochen kalt, Motorrad kalt, Reifen kalt, Asphalt kalt, alles kalt. Aber ich kann euch gleich mal schönen neuen Bremsscheiben zeigen. Dann halten wir mal gleich irgendwo an, an irgendeinem geilen Platz. Guck, die ist schon noch ein bisschen nass, ne? Oh, da oben schlängelt sich doch ein LKW durch die Kurven. Das ist immer nicht so ein gutes Zeichen. Und vor allen Dingen, wenn Überholverbot ist, ist das schon immer nicht so nett. Aber wenn wir eh gleich... Oh, da oben ist auch ein glatten Kampfjet. Hinter mir. Der fällt aber auch auf Krawall. Kann aber vergessen, ich fahre hier keine Rennen. Jetzt können wir mal eben gepflegt auf die Rennstrecke gehen. Können wir das mal ausdiskutieren. Aber hier auf der Landstraße machen wir sowas nicht. Wenn du ein N fährst. So, da oben halten wir mal an. Da zeige ich euch meine neuen Scheiben. Mein neues Pizzablech. Wo halten wir hier dort dann? Ob ich den Neutralgang noch finde? Jo, da ist er doch. Ja, so. Gucken. Jo, ist da. Guckt euch einfach diese herrlichen Bremsscheiben an. Die sehen nämlich azellös aus. Hier haben wir jetzt auch Sturzritz dran gemacht. Kicken wir mal hinten. Einfach sexuell wunderschöne Bremsscheiben. Kuss geht raus. Sturzritz habe ich auch hinten dran. Ah, sieht doch jetzt wieder herrlich aus, oder? Einfach ein schönes Moped. Schön. Sound auch sehr gut.
Ja, was sagt der? Also Bremsscheiben, sag mal, merkst du keinen großen Unterschied. Zumindest wenn du hier nur ein bisschen Landstraße fährst. Ich glaube, da hätte eine Bremspumpe mehr Sinn gemacht. Aber das ist einfach nur fürs Auge gewesen. Diese Scheiben, die sehen ja einfach nur rattenscharf aus. Die sind zwar ein bisschen dicker, wie die Standardscheiben. Ach ja, und andere Belege habe ich auch vorne drin. Stimmt, fällt mir gerade ein. Ich habe da die Sintermetallbelege reingemacht, die ich auch bei der GSX-R fahre. Und ich denke, dass ich die auch bei der Tohono mal... Oh, hier ist auch ein bisschen nass. Bei der Tohono mit reinmachen werde. Wenn sie dann irgendwann mal wieder heile ist. Heißt das, ne? Das ist immer vorausgesetzt. Aber wollen wir gleich nochmal... Jetzt fahre ich Richtung Arnsberg und dann fahren wir gleich mal durch den wunderschönen Arnsberger Tunnel. Und Tunnel ist immer, weil ich bin ja jetzt auch schon Mitte 20 und dann bleibst auf seiner Spur. So, mit Mitte 20 hat man auch schon schlechte Ohren. Deswegen nutzt man den Tunnel als Verstärkung fürs Gehör. Ja, das ist gar kein N. Habe ich mich verkickt. Trotzdem hat der Welle gemacht. Aber hat ihm jetzt auch nicht viel gebracht, ne? Von daher... Das ist immer sehr nervig, ne? Wenn man schön... Kurven fahren kann, darf und dann hast du, also ich bin ja noch nie so Schwarzwald oder so gefahren, oder irgendwelche Pässe, da weiß ich nicht, wie sich das da verhält, aber dann hast du dann so eine Tröte vor dir. Was ist da denn los? Holy moly, ist Koffer geplatzt? Der fährt aber besonders langsam, der Kraftfahrer mit so einer Lizenz. Der sollte seine Module mal wieder auffrischen. Oh, er ist aber nett. Er macht jetzt mal Platz und holpert auf den Standstreifen. Ne? Fertig, wenn jetzt ein Auto aus der Kurve kommt. Kommt sogar von hier, von daher. Vielleicht ist das nicht einfach nur ein Snickers. Oh, hier hat es aber auch geschöppert. Hier sind auch Malzeichen auf der Straße. Immer nicht so ein gutes Zeichen. Wenn so Höhlenmalerei auf der Straße sind. Da bin ich mal gespannt, wie macht ihr das denn, wenn ihr jetzt nach dem Winter wieder anfangt langsam mit dem Motorradfahren? Also manche machen ja sogar dann, dass sie dann so anfangen, dass die ersten Fahrt Sicherheitstraining machen. Empfiehlt sich natürlich auch. Oder wie macht ihr, wie entwintert ihr euer Motorrad? Ich gucke immer, dass ich dann immer alle Motorräder zum Frühjahr alle mal zur Inspektion kriege. Ölwechsel. Auf einmal frisches Öl. Oh, was ist hier denn? Könnte solche Autos sollen auch immer Blitzer sein, ne? Da bin ich immer. Ah, werde ich da mal vorsichtig. Das ist ja so ein Phänomen. Selbst wenn du nicht zu schnell bist und siehst einen Blitzer, du gehst automatisch auf die Bremse. Das ist ja. Das ist ja einfach phänomenal. Also wenn du von Berlin runterkommst, die A2 runter, sind ja bei Hannover die starren, festen Blitzer. Da ist ja, boah, ich glaube bis 20 Uhr ist da nur 120.
Und ich hatte es letztens von Berlin nach Hause etwas eilig und es dann etwas fliegen lassen. Und selbst, also die Schilder sind ja offensichtlich da, dass ab 20 Uhr oder nach 20 Uhr da keine 120 mehr ist, sondern aufgelöst mit, und du dann mit 240 an den Blitzern vorbeischießt, da denkst du auch bitte in dem Moment, bitte lass dich nicht verlesen haben und lass nicht doch 120 sein, weil dann kannst du die Karte direkt in Schredder schmeißen. So, das ist, ja, löst in mir immer ein mulmiges Gefühl aus. Oh, die ersten Karnevalisten, oh ja, Karneval ist ja jetzt am Wochenende. Das Video online ist, ist Karneval schon vorbei und 20% der Ehen sind geschieden. Aber ja, ich habe da eh nichts am Hut mit Karneval, von daher tangiert mich das nicht so sehr. So. Oh, herrlich. Herrlichst. Macht das wieder Laune. Freunde, Sonne ist draußen, Mopeds raus. Lalalala. Ich hoffe ja, dass bald die April, dass so langsam das mit der April ja wieder Fahrt aufnimmt. Weil das nervt einfach so dermaßen, dass sie nicht fertig ist und dass ich noch nicht weiß, ob ich Geld kriege. Das ist, löst in mir starke Depressionen aus. Ich hoffe auch, dass ich die Kosten für die Behandlung, die Therapie geltend machen kann. Nein, Spaß. Oh, hier ist aber auch voll Hütte heute. Holy moly. Hier habe ich die Dezibel-Messvideos gemacht. Und wenn ich das dann so voll gewesen wäre, ich glaube, ich hätte mich abgeschossen mit, ne, mit irgendwas. Ich weiß gar nicht, das lauteste war glaube ich 135 oder so. Ne, war nicht wahr. 125 oder so. War das lauteste. Ich glaube dann, hätten die Schöckos da auch gestanden. Hier werde ich gleich nochmal eine Runde herjoggen. Das ist meine Haus-Jogging-Strecke. Schon. Was so abgeht. Ich hoffe, die Stadt ist gleich nicht so voll. Ich bin gerade durch Arnsberg rausgefahren von mir zu Hause. Und es war schon viel Verkehr. War aber auch Schulschluss bei einigen Schulen wohl. Ja, Patrick, der alte Nasenbohrer, der wollte natürlich mit mir nach Oschersleben kommen. Schnarchnase hat sich natürlich zu spät angemeldet und steht jetzt auf der Warteliste. Und hat noch keinen Startplatz. Ärgert sich tierisch. Darüber. Aber ist ja nicht so, als wenn ich es ihm nicht gesagt hätte. Fahrrad. So, und da ist ein Tunnel. Boah, ich würde ja gerne mal mit dem Moped alle durch den Tunnel bläsen und dann mal in einem Tunnel messen, wie laut das da dann ist. Das würde mich ja schon interessieren.
Tunnel, das prädestiniert zum Lautsein. Ne? Das ist Provokation von den Erbauern hier. Finde ich aber auch eine Frechheit. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Machen wir mal das hier ein Spältchen offen. Zweite Welle. Ich bin ein Vollidiot, dass ich sowas toll finde, ne? Oh, geil. Ja, und in dem Sinne lasse ich euch mal mit diesen wunderschönen Klängen alleine. Freut euch. Ich freue mich auch auf dieses Jahr. Hoffe, da kommen noch ein paar gute Videos. Ein paar schöne Fahrten, ein paar schöne Rennstrecken. Lasst mal ein Abo da, freut mich. Und in dem Sinne würde ich sagen: La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato, ho trovato l'invaso, o partigiano.